ist ja klar, wenn man in einer Weinbaufamilie groß wird, dass man mit einem gewissen Herzblut nachher auch durchs Leben geht. Herzblut zum Wein, zum Weinbau, zu den Reben. Das färbt ab. Wein ist für mich Lebensfreude. Neben dem Genuss aber auch Freude am Leben, Freude an der Natur. Und da ist für mich wichtig, dass, wenn ich Wein anbaue, einen Weinbau betreibe, dass ich auch ganzheitlich hinschaue. Ich darf nicht nur zur Rebe hinschauen, sondern ich muss auch zu meiner Umwelt hinschauen, zu meinen Böden hinschauen. Das ist für mich heute ein ganz wichtiger Aspekt. Ja, für mich heißt Weinbau einfach arbeiten mit der Natur, den Weinbau auch für die Nachkommen gesund erhalten. Es war im Jahre 1479, wo unser Vorfahre, der Peter Nelis, einen Pachtzins an die Grafen der Landskrone, das ist unser Hausberg, zahlen musste. Und es war ein relativ hoher Pachtzins gewesen. Das weist einfach auch auf die Qualität der Weinbergslage, auf den guten Boden hin. Ein sehr tiefgründiger Lösslehmboden, sehr stark mit Basalt durchsetzt. Und wenn der Berg sich hinten rüber etwas dreht, haben wir den Schieferboden. Wir sind hier im Ahrtal ein kleines Weinbaugebiet, ein feines Weinbaugebiet und produzieren hier hauptsächlich die roten Spätburgunderweine. Wir haben auch etwas Weißwein, ein Riesling oder Grauburgunder, aber die Leidenschaft des Herz, das schlägt für den Rotwein. Und da haben wir uns drauf spezialisiert, den Spätburgunder als Hauptleitsorte. Aber wo das Herz auch sehr kräftig schlägt, das ist beim Frühburgunder. Wir bringen aus dem Frühburgunder heute exzellente Weine raus, die wirklich einmalig sind hier in Deutschland. Und ja, das ist eigentlich so mein Steckenpferd. Wenn ich unsere Rotweine mit anderen Weinen vergleiche, dann möchte ich ihn am liebsten mit den Burgunderweinen vergleichen, mit den Weinen, mit den Pinots aus dem Burgund. Weil es die gleiche Rebsorte eben ist. Die Weine hier aus dem Ahrtal haben aber eine Sonderstellung, auf jeden Fall, weil es gibt kein anderes Anbaugebiet, in dem Pinot angebaut wird, so in dem tiefgründigen Schieferboden, wie wir es hier bei uns haben. Und das macht die Ahr eigentlich so interessant, so einzigartig und besonders. Wir haben hier geprägt durch diesen Schieferboden sehr viele Fruchtaromen, sehr viele Beerenaromen in den Weinen, sehr viele dunkle Fruchtaromen, die ich so sonst nie in einen Pinot reinbekomme. Es gibt wunderbare Spätburgunder auf der Welt, aber so einzigartig gibt es die Spätburgunder einfach nur hier bei uns im Ahrtal im Schieferboden.
Musik.